Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Hof Bergmann mit dem Paul Boxer Simon Mark am Bergmann Freitag. Grüß euch. Was soll los? Hallöle, Hallöle. Lalala. Da wenn du voll bist, ne? Ich bin bei 45%. Ach du Scheiße. Ich mach eine Bahn. 50. Okay, das ist irgendwie nicht. Boxer bringt genug Anhänger mit. Ich hab den Aperion mit. Der ist kleiner als mein Wagen. Aber okay. Ja. Da musst du halt ein bisschen Gas geben. Wie viel kannst du? 67, ne? 83. Ach, genau, 83 kommt er her. Ich hab einen LKW dabei. Wer hat denn hier das gebaut? Was denn? Die Karte? Piste. Achso. Das war der Paul. Paul, hast du gut gemacht. Wahrscheinlich eine absolute Katastrophe, ey. Geht doch gut. Musst du aus der Straße ein bisschen aufpassen, sonst können wir umfliegen. Ja. So. Was ist denn hier runtergekommen? Ist ja Wahnsinn. Minimal. Kommt das in ein Silo? In irgendein Silo, ja. Ich glaube, ich muss zwischendurch mal noch den BGA ganz leer machen, dass wir genug Silofläche haben. Das wäre auf alle Fälle vom Vorteil, ja. Simon, du lässt was liegen. Es tut mir leid. 100! 100! Weiter! Ey! Ja. Wird nur rumgeschrien, ne? Nur rumgeschrien. Ja, schlimm. Ja, wieso bei WG, ne? Entschuldigung, mein Fehler. Der Einzige, wo hier leise ist, bin ich. Das ist richtig. Und ich auch nur hin und wieder. Der einzig Zivilisierte hier. Ist euch denn aufgefallen, dass ich gerade diese Woche war ich eigentlich ziemlich ruhig? Sehr zurückhaltend. Ja, hast ja auch noch nicht mit GPS diese Woche gearbeitet. Das ist richtig. Ich habe gelernt, wenn kleine Kinder ganz ruhig sind, dann hacken die irgendwas aus. Ja. Ich tue mich bloß vorbereiten. Auf was denn? Na, auf was? Aufs Kochen, wow. Ron, nehmt ihr das so mit, das Kochen? Oh Gott. Ja. Warum? Jemand, der wirklich nicht kochen kann, schon. Ich kann auch nicht kochen, weißt du? Aber hast du... Ja? Hast du nicht letzte Woche so geprallt, dass du so gut kochen kannst? Wo bist du denn dagegen gelaufen? War doch so, ne? Ja. Nee. Ach, dann war das eine Frau, die kann so gut kochen. Ja, das stimmt, die kann das wirklich sehr gut. Schleim, ich weiß. Da steht, kann es wirklich nicht. Da steht noch irgendwas auf der 3, können wir das mal entfernen, bitte? Aber. Da steht was auf der 3. Ja, ich weiß nicht, was. Noch ein Anhänger, der Fendt. Sag mal, Ron, warum fährst du jetzt wieder aufs Feld? Ja, weil ich jetzt verwirrt war. Vergiss es einfach. Woran weißt du eigentlich, dass ich so Feld fahre? Ich wollte gerade gucken, was da für ein Fahrzeug steht. Dann sehe ich, der Ron van Steben fährt mit den leeren Anhängern auf das abgeerntete Feld. Und ich denke mir so, ah ja, gut. Ja. So, Boxer. Hier. Auf geht's. Da kann man auch gut mit GPS arbeiten, ne? Ja, ich wollte mal was einstellen. Da würde ich auch gleich mal eine Einladung aussprechen. Ich höre dich läuten. Wie, ist noch die Folge vorbei? Also, wir hätten uns diese Zwischenfrucht hier sparen können. Ja. Wer wollte die denn unbedingt? Ich wollte es mal testen, aber wir hätten uns sparen können. Wir haben es doppelt und dreifach gedüngt. Genau, jetzt, so doll gedüngt hat man noch nie. Oh, Box, hast du deinen Kurs? Boxi, hast du heute in 15er Steier bei Instagram reingehauen? Ui. Nee. Alten Fendt hat er doch mal reingehauen. Vor drei Stunden, Boxe. Das ist doch kein Steier, oder? Das ist ein 15er Steier, Alter. Hast du irgendwas, so. Hast du irgendwas geraucht? Ach so, ja, natürlich. Ja, jetzt wo du es sagst. Kennst du eigene Fotos nicht, weißt du? Nein, ich war gerade woanders. Aha. Karibik, ja. Weißt du, wenn ich Steier im Kopf habe, denke ich an so ein rotes Gefährt. Ja, aber Steier war früher grün. Ich weiß. Boxe, bist du voll? Oh, ich bin voll. Boxe, bist du voll? Oh! Guck mal an! Werner kommt mit dem Bild an, so. Ja, also, ich muss noch fragen. Männer und Multitasking, wisst ihr doch selber. Geht nicht. Nee, haut nicht hin. Gebe ich dir recht. Ja. So. Bin ich mal mit Boxe einer Meinung. Aber eigentlich passt hier noch was rein von der Höhe. Also was sind die teuer, Alter? Hui! Was habt ihr denn schon wieder gemacht?
Paul macht gerade Weitsprung. Wo hast du jetzt was reingetan eigentlich? Ein Schnellverwender. Ein Schnellverwender? Ich glaube, wir können das nicht ins normale Silo werfen. Oh, nee. Müssen wir mal gucken. Super ja, Idee. Ja. So? Also ich glaube, ich bin schon schnell genug. Marc! Ah doch, jetzt geht. Fängt er nicht an. Marc, selbst ist der Mann, Marc. Was brauchen wir denn für einen Hänger, Marc? Lernanhänger. Lernkipper reicht? Geschlossenen. Oh, ich komme. Oh. Ihr seid alle auf Feld 12, oder was? Nee, ich bin auf der 1. Ich bin auf der 5. Jetzt Moment, ich guck mal auf die Karte. Gucken Sie mal rein, du. Gerne. Ja. Ich hab da was gehört. Oh, jetzt kommt. Du musst mir mal. Die Lügen. Ich wollte dich mal fragen, ob an dem Gerücht was dran ist. Die Lügen. Bist du dir da sicher? Das weiß ich nicht. Worum geht's denn? Das betrifft die Fortsetzung von dem Live-Projekt. Die Lügen, ich sag dir das. Bist du dir da sicher? Ja, die Lügen. Oh Gott, ich brauch Differentialsperren. Wenn da ein Termin ausgemacht wurde, dann lügen sie definitiv. So ein ganz bekannter Sender hat da schon Werbung drin, ne? In ja, ja. Bild. Lass ihn nur Werbung machen. Ich weiß von nix. Alles klar. Danke für diese Antwort. Ist kein Problem. Wer? Wer? Boxe! Wer? Stopp! Danke, Ron. Was? Ich bleib stehen? Bitte. Was? Sehr liebenswürdig von dir. Ja, gerne. Ich komme vor wie bei der Gummibärenbande. Ja. Ich finde bloß so das Lied dazu. Du bist der Dicke, oder was? Wir haben ein Problem. Der Fermenter ist voll. Ja, dann nimm nebendran dieses eine Silo, wo eigentlich kein Silo ist. Gummibären, hüpf hier und dort und überall. Fängt an zu singen, Alter. Nein. Welches meinst du? Direkt neben der Fermenter. Die zwei großen betonierten. Zwei Keilsilos. Ja, eins davon ist als Silo deklariert und das andere ist quasi nur eine Lagerstätte. Achso, ja, wo weißt du das jetzt? Welches war das? Normalerweise das neben Fermenter, das normale Lager. Ah, okay. Du siehst das sofort, wenn du nicht abladen kannst, bist du im Falschen. Das siehst du sofort. Ja, ich hier abladen, Steuerung I. Wenn du falsch bist. Glaube er war, dass es das Äußere war, Paul. Ne, das Äußere war das normale Silo. Genau. Und was willst du reinpacken? Das Klee kann man nicht ins normale Silo packen. Ich hab's oben ausprobiert. Also hier rein, wo ich bin? Ja. Einfach rein, Boxer. Ich vertraue dir jetzt, ne? Also normalerweise bist du da. Der alles weiß, ne? Starke also, Stücke auf dem Freitag. Nicht so schnell fahren. Ja. Jo, bleib doch mal locker. Mach einen Räten Haufen hinten rein. Mach einen Haufen hinten rein. Ich muss mal eben groß. Haben die gerade Haufen gesagt? Ja, die haben Haufen gesagt. Und Boxer hat dann gesagt, er muss groß. Aha. Und muss los. Und warum wiederholst du alles, Marc? Weil es lustig ist. Ach, okay. Weil irgendjemand schwerhörig ist hier. Ja, anscheinend. Wie bitte? Hä? Was? Ja, bei Ron würde ich es nur verstehen, weißt du? Also, irgendwie bist du weitergesprungen, ja Paul. Was? Irgendwie bist du weitergesprungen. Ja, ich bin ja mit 80 dahin gebrannt. Ich weiß. Wo bist du denn, Monsieur? Ah, da. Paul überholt mich schon auf dem Feld. Pass mal auf, ey. Ich eier hier immer noch. Warte, Sie. Ich bin ein bisschen zu spät. Mal schon mal die Karre an. Ja, wie schaut denn mein Steier aus? Ja, da krieg ich aus Kotzen. Ja, Simon, wie ist die Aussicht? Gut. Ja. Die ist sehr gut. Los. Wer war das denn? Boah. Ich glaube, der Marc war das. Nee. Also laut Fahrtenbuch bist du letzter Fahrer gewesen. Nein. Simon? Nein. Ach, hinter mir. Bist du blind? Not really. Ja, ich sitze in der Kabine. Alter, du gibst aber auch ganz schön Gas, du. Junge. Der fährt ja auch keine Ahnung was hier. Hallo? Hallo, da was fällt mir das kleine Mädchen wieder ein, was sagt, kann es sein, dass du dumm bist? Schön.
Was ist los? Der spinnt irgendwie rum. Du darfst nicht zu schnell fahren. Bisschen Piano, Jungs. Kann ich langsamer. Nein, ich wollte Boxe. Gib nur ein Gas, Vollgas. Wetter hier gerade mit 20 Sachen über das Feld. Ja, das klingt nach Boxe. Ist ja nicht so, als hätten wir noch 20 Reihen. Weißt du, da hinten noch eine Paprikakiste drauf? Gib ihm. Boxe live. So, ich habe Mais angesät. Sehr schön. Dann kannst du auf Feld 5 weitermachen. Was? Ist abgeerntet. Ich habe gerade mein Fahrzeug abgestellt. Ja. Ich wäre jetzt eigentlich voll bereit für Zuckerrohr. Nein. Ja, für Feld 3. 5. Werner und der Zuckerrohr. Zuerst wollte das gar nicht haben und jetzt kann man ihn nicht mehr davon abhalten. Nee. Wahrscheinlich eh nur eine Folge lang. Ja, weil der Zuschauer mal was Neues präsentieren kann. Deswegen mag er das dann. Ah, hier ist auch schon reif. Langsam aber sicher. Ja, du bretterst aber hier durch, du. Ich brauch alles an. Ich hab alles an. Ah ja. Differential, alles. Gott sei Dank hast du alles an, weil wir nackt drin sitzen, will ich mir Sorgen machen. Das entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung hier, muss ich sagen. Kann ich den Fendt haben, was hier steht, Ron? Ja, klar. Ich wollte noch waschen schnell, warte. Der hintere Anhänger, glaube ich, muss noch. Ja. Steht da dein Steier in der Bäckerei drin? Na, niemals! Was siehst du denn? Ron! Machst du deinen Steier in der Bäckerei sauber, oder was? Das ist Hygienebereich, Alter! Mach den so Traktor da raus! Geputzt auf die Oh nein! Das war wieder klar, dass der Ron wieder auf die Spitze treiben muss hier. Vorher am besten noch durch die Güllegrube gefahren damit. Jetzt wissen wir auch, was du im Plan du die ganze Zeit ausgeheckt hast. Deswegen warst du so ruhig. Die ganze Woche war ich ruhig. Irgendwann musst du wieder raus. Ich fahre. Jo. Ja, du bist voll. Ja, passt, ist sauber. Ich muss jetzt hier weg. Simon, was willst du hier? Ach so. Oh, damit der nebenbei schon ja eben hier Bahnen ein. Nicht dein Ernst. Ja, das ist mir langweilig. Hä? Jetzt fahr zu. Hey, wo ist mein Anhänger in mein zweiter? Wer hat den jetzt zurückgesetzt von euch, Pappnasen? Verloren? Nee, der steht zurückgesetzt da. Das nehme ich jetzt aber noch mit. Ich war's nicht. Mark. Wenn du den angehängt hast, kann ihn keiner zurücksetzen. Wow. Er war eigentlich zurückgesetzt. Nein! Doch. Oh. Das hört sich nicht gut an. Haben Sie jemanden Gipsstoff? Ne, geht nicht. Ich muss jemanden einholen. Ich fahr außen rum. Ich wollte ich erst muss hier was einholen, hä? Ich muss jemand einholen. Ach so. Übertreib mal nicht. Warum bist du so schnell voll? Du trinkst nicht. Ja, eben deswegen. Ist voll. Gut. Und ich interessiere die Aussicht. Werner ist am Mischen. Nee, ich habe nur geguckt. Irgendwo liegen noch 160.000 Liter rum und es gibt momentan 2.000. Was? Hier. Schweinefutter. Gibt 200 Gummibären dafür. Ist schon wieder soweit. Hi, Boxe. Also, ich will es nicht verschreien, aber es läuft echt sehr gut die Woche mit performance-mäßig. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht liegt am Sturm. Oh, nein, lieber nicht. Ron, ich muss da rein. Oh, halt ihn ruhig auf. Niemals. Ich hab die mal ausgemacht, ne? Arbeitende Leute soll man nicht aufhalten. Paul ist Sympathieträger. Der tut mir nicht immer so ärger wie du. Meister Papa ausgemacht. Paul. Ey, Alter. Alter. Du bist aber auch. Nee. Ich stehe voll auf der Bremse, okay? Man muss erst die Leute rauslassen. Gesundheit. Und dann kannst du rein. Gesundheit. Ich hab gelernt, der mit dem vollen Anhänger hat Vorfahrt. Weil es ist wie eine Bahn, ne? Das mag ich ja auch gar nicht. Erst die Leute rauslassen. Und dann rein. Deswegen fahre ich nicht mit der Bahn, dann habe ich diese Diskussion nicht.
Du musst dir überlegen, wie viel Kupplung es mich kostet, wenn ich neben rausfahre und anfahren muss, also wenn du anfahren musst. Boxe. Was hast du? Liebe Leute, wir sind fertig für den Moment. Wir sehen uns heute aber noch zweimal, wenn ihr wollt. Einmal 12 Uhr, einmal 16 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis später. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.